Oh, Bay, Bomgia, hallo und willkommen zu Runde 2 in Brasilien. Ja, wir sehen hier schon mal einen unserer Flieger. Mit dem werden wir hochstarten. Lustigerweise steht da hinten noch Airbus dran. Habe ich gerade gesehen. Egal, ich habe mir so ein Liberty runtergeholt. Einfach um ein bisschen mehr Atmosphäre zu bringen. Jetzt zerstört es auch gleich wieder, weil dann die Hälfte wieder nicht lackiert wurde. Oder komisch lackiert wurde. I don't know. Egal, da steht ganz fett oben drüber LATAM. Wir befinden uns in Lateinamerika. Hier in unserer ersten Station. Da fliegen wir heute auch noch nicht los. Heute will ich euch nur erzählen, was ich vorhabe in dieser Staffel. Genau, da zu den Flieger kommen wir dann auch gleich nochmal wieder. Jetzt hätte ich gerne euch gezeigt, wo es lang geht. Dazu schalten wir um. Und mal den aus. Und da sehen wir auch schon, wo es lang gehen sollte. Hier haben wir die Karte von Brasilien. Steht ganz groß oben drüber, falls es nicht so erkennbar sind. Und wir stehen jetzt momentan hier unten in Porto Alegre, im Rio Grande do Sul. Oder Rio Grande do Sul. Ja. Mein Ziel ist es, hier einmal an der Küste entlang zu reisen. Von hier unten hoch zur Georgetown. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist Brasilien etwas größer als Europa und etwas länger als die Strecke, die wir in der ersten Staffel geflogen sind. Da von Hamburg nach Fuerteventura. Da hatten wir 7 Stops hingelegt. An 7 Länder sind wir gereist. Nochmal zur Erinnerung, wir sind in Deutschland gestartet. Dann nach den Niederlanden. England, Frankreich, Spanien, Portugal, Afrika, irgendwo und dann wieder Spanien. Hier gehen wir eigentlich nicht ganz so viele Länder entgegen. Wir sind hier in Brasilien, 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 dann Suriname und in Guinea. Guyana, Guyana, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, tut mir leid. Ist denn es ein eigener Staat ist oder ist so Venezuela noch dazu wird? Es wird Venezuela noch dazu, sehe ich gerade. Suriname wahrscheinlich nicht. Egal. Ich habe mich dann später mal drum befassen, dass ich hier nichts Falsches sage. Habe ich wahrscheinlich schon längst getan, ist egal. Nimm's einfach mit. Ja, wie geht's denn jetzt eigentlich? Durch das Ganze. Ich habe hier mal meinen Flightplan hier oben. Das sieht doch total langweilig aus, deswegen werde ich es euch einfach nur erzählen, wo es dann lang geht. Aber das ist dann auch so nicht für die Karte, die hole ich dann später nochmal vor. Ich zeige es euch lieber, wo es lang geht. Und ja, da nehme ich mir mal kurz eine andere Karte zur Hand, damit ich es auch nicht Falsches erzähle. So. Das kommt dann auf den zweiten Monitor. Sehr professionell. Genau. Ja, ich habe es mir irgendwo ausgekaspert. So, dann geht's mal los. Wir starten in Porto Alegre. Ganz unten. Also nach unten geht es Bolle nicht mehr. Ja, es ist eventuell noch der hier ausgegrenzt. Nein, nein, ich glaube, es geht Bolle nicht mehr wirklich tiefer. Hier nochmal Argentinien. Hier ist Uruguay. Paraguay sind hier oben rum. Ich weiß nicht, ob hier oder noch ein Insel ist. Ich bezweifle stark. Also das hier ist definitiv dann noch Brasilien, ganz unten an der Ecke. Hier so abgegrenzt. Wir starten jetzt hier unten. Porto Alegre. Fliegen dann ganz kurz hoch nach Florianopolis. Das ist der zweite Teil. Hat auch so relativ kurz. Ist noch 196 nautische Meilen entfernt. Also rund eine Dreiviertelstunde.
dann nochmal eine halbe Stunde von Florianopolis nach Curitiba. Und ja, dann sind wir dann schon in der Nähe von São Paulo, das als nächstes reingeht, nach Rio de Janeiro, der nächste. Hier São Paulo, einige wissen es vielleicht noch, weil ich es ein paar Mal erwähnt hatte, ich bin ja selber nach Brasilien schon geflogen. Damals von São Paulo nach Manaus und zurück von Manaus bin ich dann über Brasilia, dann nach São Paulo und dann wieder nach Frankfurt. São Paulo hat mehrere Flughäfen und wir steuern den an, wo ich selbst schon gelandet bin, beziehungsweise wo ich drauf gestartet bin, weil da eine kleine Besonderheit dabei ist. Dann erzähle ich dann auch Rio de Janeiro. Dann geht's von dort aus weiter nach Brasilia. Es ist schon ein bisschen weiter entfernt. Die brauchen da schon 1,5 Stunden bis dato. Von Brasilia nach Salvador. Einfach, weil ich Bock habe. Wie gesagt, ich hätte gerne die Küste entlang geflogen. Brasilia ist da so einer der wenigen Wegpunkte, einer von zwei, die jetzt nicht an der Küste liegen. Dann von Salvador nach, ja, Recife oder so ähnlich, wie das ausgesprochen wird. Das ist dann hier. Oder Recife, Recife, immer dann Natur. Dann nach Natal, das ist ein relativ kurzer Flug. Wird es dann ungefähr auch wieder eine halbe Stunde dauern. Dann kommt ein richtig langer Flug von Natal nach Pelem. Pelem, das ist jetzt fast 2 Stunden oder 2,5 Stunden entfernt, ganz und gar. Nicht weniger viel wird es dann, oder weniger ist es dann halt von Pelem nach Manaus. Das will ich euch auch mal ganz schön zeigen, im Herzen von Amazonas. Auch die Hauptstadt übrigens auch. Ja, dann geht's von dort wieder zurück an die Küste, hoch nach Paramaribo. Ja, Paramaribo, ja, ist auch wirklich so. Ist dann daran nicht mehr Brasilien. Egal, ich will nach dort schauen. Das ist dann der letzte Eck. Ja, von hier nach hier dauert es doch mal fast 2 Stunden. Von hier nach hier eine Dreiviertelstunde. Und damit wären wir am Ende. Wenn ihr richtig gezählt habt, mitgezählt habt, müssten das 12 Stationen sein. Und bei jedem habe ich vor, ein bisschen was zu erzählen. Auch werdet ihr merken, dass jetzt auch die Flugkarten und so etwas unterscheiden zu dem Ganzen. Ja, zu dem, was man halt in Europa gewohnt ist. Aber das ist jetzt nicht schlecht oder sowas. Das ist einfach nur ein bisschen anders. Fliegen tun wir das Ganze mit tatsächlich zwei Fliegern. Eigentlich sind das sogar Dreier. Das wäre dann. Ich mal. Zack, zack. Kommt auch gleich wieder. Das wäre jetzt dann zum einen der Phoenix. Ich habe hier einen CFN. Ja. Gehe auch gerne mal zurück und um den Rest anzuschauen. Und dann hat Phoenix noch ein Flieger rausgebracht. Ich will sehen, was der Unterschied bei den beiden sind. Ja, welche Unterschiede es gibt. Flugdeckhaus 2. Ja, Anpassung ist. Ich habe mir mittlerweile schon Rufzeichen und Kennzeichen rausgesucht. Das wird eine LATAM-typische LN-Nummer sein. Und hier oben habe ich mal random einfach mal was rausgesucht. FS, klar. Flight Simulator, LN. Und mal gucken, Flugnummer würfel ich dann auch irgendwie mal zurecht. Es wird also hier auch ein bisschen professionell ausgezogen und nicht irgendwo ein random TRL oder TLH 0000 rausgesucht, sondern ein bisschen was Besseres. Ja.
20. Dummerweise gibt es jetzt von den Phoenix halt wohl anscheinend erstmal nur für die CFM diese Liberty. Für die anderen haben wir noch die ganz stinknormalen. Der kann man ignorieren. Und das für die Fly-by-Wire. Ja, Liberties habe ich natürlich auch hier und kann dann einfach die ganz normal auswählen, wie ich es möchte. Habe ich mir da auch schon geladen. Genau, das war eigentlich schon die ganze Einführung für heute. Mehr gibt es nicht zu sagen. Damit könnt ihr ausschalten. Außer natürlich abonniert den Kanal, vor allem auch die Playlist. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, Leute. Wir sehen uns. Bis demnächst. Macht's gut und ciao, ciao.